Spoiler doch nicht so viel! Ja, Freunde, ist schon wieder soweit. Der Kai ist am Start, da oben links. Ich bin der Ronny, hab ein cooles T-Shirt an und das ist die Mystery Gadget Nummer Folge XY12. Ich weiß es nicht. Kai hat wieder coole Sachen rausgesucht und organisiert. Ich weiß von nichts, werd jetzt wie ein Bleppo hier sterben wahrscheinlich, aber dafür ist der Kai ja auch da, um mir ein bisschen Rat und Tat zur Seite zu stellen. Genau. Heute müssen wir mal ein bisschen flexibel sein. Ich habe hier 8 bis 9 Produkte. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze zeitig, weil ich kann es schlecht einschätzen. Manches kann heute ein bisschen länger dauern und bevor wir nachher hier 1,5 Stunden sitzen, müssen wir da ein bisschen flexibel sein. Also euch erwarten wieder echt interessante 8 bis 9 Produkte. Und demzufolge, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir werden sicherlich wieder auf 1 Stunde hinauslaufen. Also, viel Spaß. Da wackelt der Tisch gleich, wenn ich es auf dem... Wir fangen direkt mal mit dem größten Paket heute an. Floor One S3. Okay. Ja, den konntest du ja leider nicht übersehen, weil das Ding ist ja schon ein bisschen auffällig, wenn es schon seit so ein paar Wochen im Flur rumsteht. Also es ist ein Nasssauger, wenn ich das jetzt richtig in Betracht ziehe, weil das ist hier schon mit abgebildet. Also man sieht, dass da irgendwie eine Pfütze ist und er saugt da irgendwas mit auf. Jo. Ich stell's mal hin und pack's mal aus. Mach mal. Wird ein bisschen dauern. Ich habe eben schon zu kämpfen gehabt, alles wieder reinzupacken, weil ich erst kontrollieren musste. So, haben wir's. Was nackt, sag ich euch, was nackt. Da ist ein bisschen was drin im Paket. Ja, auf jeden Fall, man sieht es ja, ich habe schon alles ein bisschen mit aufgetürmt hier. Also Mini-Klobürste schon mal ganz wichtig. Ja, dann haben wir im Prinzip das große Sauggerät. Der Griff kommt oben drauf zum Starten und Stoppen, da wird einfach eingesteckt. Dann hat man hier einen Tank oder hier unten einen Tank irgendwie so. Man hat eine Wechsel-Hartbodenbürste. Man hat Reinigungsmittel mit bei, man hat ein Stromkabel zum Aufladen mit bei, noch verschiedenste kleine Halterungen, noch ein Filtersystem, das wird hier bestimmt irgendwo mit reinkommen. Ersatz. Ah, Ersatz, okay. Und es gibt noch eine Docking-Ladestation, würde ich jetzt mal das Ganze bezeichnen. Da kann man das dann draufstellen, weil es ist ja ein Nasssauger, das heißt, wenn er da irgendwie dann noch ein bisschen Feuchtigkeit verlieren sollte, weil halt eben die Rolle nass ist, dann läuft das direkt noch auf die Plastikschale, kann man letztendlich dann auskippen. Zum Beladen selber ist jetzt hier, doch, hinten ist der Stecker, passt. Jo, dann erzähl mal was es kann. Genau, und was sagt uns das? Dadurch, dass hinten der Stecker an der Ladestation ist, es hat einen Akku, das Ding. Und zwar ist schon mal erste Besonderheit, man muss hier nicht mit einem Kabel irgendwie quer durch die Bude, sondern das Ding hat einen Akku, wird da in der Station geladen und ab dafür. So, weitere Besonderheit, falls euch die Firma Tineco nichts sagt. Ja, das ist übrigens der One S3 Akku Nasssauger, das ist eine Tochterfirma von Ecovex. Ja. Ja. Oh, ist noch Pappe dran. Und weiterhin, das Ding kann saugen und wischen, das heißt, es ist ein Nasssauger. Und bedeutet also deswegen auch die zwei Tanks. In dem einen kommt frisches Wasser rein, eventuell bei Bedarf mit diesem Reiniger. Und in dem anderen Tank landet das ganze schmutzige Wasser, sodass man auch die ganze Zeit mit frischem Wasser reinigt. Das ist der Schmutzwassertank. Ja. Genau. Und oben ist dann der Frischwassertank. Somit hat man dann auch wirklich über die gesamte Arbeitszeit dann sozusagen immer sauberes Wasser, mit dem gereinigt wird und so weiter. Weiteres Ding, das Coole ist, in dieser Basisstation, wenn du ihn da reinsteckst zum Aufladen, gibt es auch oben ein Knöpfchen. Deswegen würde ich mal sagen, mach mal ruhig den Griff schon rein. Ja, hier ist auch eine Kerbe drin. Hier vorne ist auch dann entsprechend das Gegenstück. Das sieht so aus, als würde ich das so machen können. Okay, das ist eine Art Touchscreen hier oben, kann das sein? Nee, ist ein Display. So, wichtig ist, mach mal gleich wieder aus, weil wir haben kein Wasser drin. Spricht auf jeden Fall auch mit mir. Das ist schon mal geil. Und hier ist ein großer blauer LED-Kranz drumherum. Müssen wir euch da mal irgendwie separat mal, glaube ich, mit einblenden. Den blenden wir euch ein, genau. Weil das Coole ist, man hat also ein Display. Du hast gesehen, man hat eine Sprachausgabe. Übrigens, ja. Man hat WLAN. Das gibt auch eine App für das Ding. Und in der App könnte man dann auch die Sprachausgabe nochmal auf Deutsch umstellen. Soll auch funktionieren. Okay. Weitere Besonderheit, oben hast du nämlich intuitiv die eigentliche Taste gedrückt und zwar hat er einen Autoreinigungsmodus. Das heißt, du steckst ihn in die Ladestation, drückst die Autoreinigungstaste und dann rödelt der, das dauert so 2-3 Minuten und dann reinigt der die komplette Rolle und trocknet die dabei auch schon halbwegs. Okay, das ist ja praktisch. Genau, das wird auch alles erklärt, das macht auch die Sprachausgabe, die sagt dann auch, hey, bin jetzt im Reinigungsmodus und so weiter. Also okay. Das Ding eigentlich ziemlich komfortabel, du wischst damit deinen Hartboden, deine Fliesen, was auch immer und danach steckst du es in die Station, klickst auf diesen Reinigungsmodus und dann ab dafür, dann reinigt da die Rolle. Ich kann da ein bisschen übrigens aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe mir das Ding privat schon gekauft gehabt. Und dann vorher bewusst, oder?
Einfach, weil ich recherchiert habe, was lohnt sich, hab den gekauft. Okay. Und zwei Wochen später oder so wurden wir von Tineco angefragt, hey, wollt ihr das Ding nicht testen? Ja, wow. Hättest du das mal vorher gewusst. So, deswegen ist das Ding hier nämlich noch nagelneu und meiner steht drüben und ist schon seit ein paar Wochen im Einsatz. Deswegen kann ich sagen, das Ding ist richtig geil. Ja, zumindest für den Preis. Ah, Reinigungs- und genau, das Ding hat WLAN, hat eine App. Ich habe die App noch nie ausprobiert, weil braucht man nicht. Ja. Und was kann man noch dazu sagen? Laufzeit 35 Minuten kommt auch ungefähr hin. Ladezeit so circa 4 Stunden in dem Ding. Und das Schöne ist, der hat einen Autosensor, bedeutet also, der passt die Saugleistung und die Wischleistung automatisch immer an die Verschmutzung und an den Boden, an die Bodenbeschaffenheit an. Deswegen hat man nämlich oben im Display wie so ein Kranz, wo die Saugstärke angezeigt wird und die reguliert sich selbstständig. Und ich kann auch danach sagen, dass das alles gut funktioniert. Wir hatten ja auch schon bei uns privat einige im Einsatz und der lässt ein wirklich gutes Reinigungsergebnis und vor allem der Boden ist danach nicht klitschnass, sondern hat nur so einen leichten Feuchtigkeitsfilm, der dann, sage ich mal, innerhalb von 10, 15 Minuten, je nach Umgebungstemperatur. Also als hätte ich quasi mit der Hand selber gewischt und lasse das Ganze dann einfach abtrocknen. Ja, also wir hatten auch schon mal so ein Gerät, da war danach hier ein richtig nasser Film. Es hat ewig gedauert, bis das weggetrocknet war. Ist bei dem nicht so. Ja, also muss ganz ehrlich sagen, zu dem kann ich auf jeden Fall schon sagen, wir haben den jetzt seit ein paar Wochen im Einsatz privat und top. Okay. Das klingt tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man einen Nasssauger braucht. Wenn man jetzt natürlich Hartböden hat, wird man den wahrscheinlich favorisieren, weil Saugleistung, gibt es da irgendwie eine PA-Anzahl oder wurde das auch in Airwas mitgerechnet? Nee, habe ich nichts gefunden. Gar nichts. Ich weiß nur, dass theoretisch empfiehlt es sich vorher trotzdem groben Dreck natürlich wegzusaugen. Aber wenn jetzt da so ein bisschen Fusseln, Staub oder mal ein paar Härchen liegen, wir haben ja Katzen zu Hause, genau, das macht überhaupt nichts, die findest du nachher im Schmutzwasser. Okay. Ja. Also weil letztendlich, wer Hartboden hat, kann damit ja quasi alles absaugen, soweit, wenn es jetzt nicht zu doll verschmutzt ist, einmal direkt mit Wischen trocknen lassen, fertig, reinigen lassen auf der Station, Ende. Also ich finde das echt, echt praktisch. Zubehör ist alles mit bei. Ich tendiere mal dazu, ich glaube, wir haben jetzt alles dazu gesagt, Kai hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es bei ihm funktioniert. Ja, manchmal gibt es also seltsame Zufälle. Preislich, glaube ich, ist das nicht ganz wenig. Na, schätz mal. Ich sage jetzt mal so 350 Euro einfach. Also UVP sind 3,99 und es gab den auch schon im Angebot für 2,99. Das ist also ja... Also bewegt man sich da irgendwo mal dazwischen, je nach Aktion. Ja, wird ja ganz normal über Amazon verkauft wahrscheinlich. Genau. Ja, dann ist es ja mit den Aktionen nicht weit her. Ja, cooles Ding. Mit Sicherheit jetzt nicht gerade das, was jeder erwartet, aber ich denke, sowas macht schon mal Spaß, auch mal zu beobachten und zu sehen. Also wie es der Zufall so will, ich habe da wirklich einen ganzen Abend mal recherchiert, hatte mir dann verschiedene Modelle angeguckt, bin dann auf den gestoßen, weil der auch echt gut bei Amazon verkauft war, Rezensionen, Videos geguckt. Ja, und dann 2-3 Wochen später wurden wir angeschrieben, ob wir das Ding testen wollen. Also ja, jetzt haben wir 2. Ja. Also es ist auch relativ schwer, Materialbehaftigkeit sieht alles vernünftig aus soweit, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Kunststoff, aber ich denke, es ist völlig zweckerfüllt. Erfüllt seinen Zweck, also genau. Der war bei uns schon locker 10, 14 Mal im Einsatz irgendwie so in dem Dreh, also das wirkt schon vernünftig. Echt häufig und überhaupt keine Probleme. Das ist die Hauptsache. Ich würde sagen, wir springen aber zum nächsten. Wir machen weiter. Und von dem größten Paket kommen wir jetzt zu einem der kleinsten Pakete. Spoiler doch nicht so viel. Mann, jetzt bin ich voll enttäuscht. Also doch nicht, aber... ja, also eigentlich sagt das schon alles aus, weil die Verpackung, die ich in der Hand habe, spricht Bände, also das ist wie so ein 7-seitiges Buch oder so. Genau, und deswegen habe ich nämlich auch schon das Notebook dahingestellt gehabt. Dann können wir das Ding mal gleich ausprobieren. Das ist natürlich gut. Hat nämlich ein paar Besonderheiten. Okay, also ich mache jetzt erstmal auf. Also letztendlich ist es erstmal ein USB, Micro-SD und SD-Karten-Lesegerät, das per USB-Typ-C angeschlossen wird. Ich glaube, das hat man direkt auf dem Bildschirm erkannt. Das Ganze schick in Aluminium verfrachtet, damit es auch ein bisschen wertig aussieht. Jetzt muss man hier das Kabel noch einmal durchziehen, das Kabel durch die Lasche ziehen. So, ein Glück ist es nur ein Typ C und nicht der vollwertige USB-Anschluss. Das kann weg, das lassen wir hier mal liegen. So, also Novo heißt das ja, oder Novu? Ja, irgendwie so. Ja. Das ist schon wieder geil. Also Typ C ist klar, ist geläufig, kann ich halt ans Smartphone packen, kann ich an den PC packen. USB 3.0 Ports sind jetzt auch, gelinde gesagt, Standard, aber HDMI-Ausgang ist natürlich dann auch deutlich ansprechender. Genau, den findet man aber auch häufiger und dann geht es aber noch weiter, weil wir haben an allen drei Seiten was. Wir sind ja noch nicht fertig, genau. Dann gibt es auf der Seite einen LAN-Port, das heißt, ich kann quasi Internet zuführen, wenn ich keinen WLAN habe. Theoretisch, genau. Theoretisch, wenn ich jetzt noch einen alten Monitor habe, einen VGR-Monitor, kann ich hier den Anschluss auch benutzen, um das Ganze weiterzuleiten. Was ja noch häufig leider im Einsatz ist, auf Arbeit oder in Unis, da werden ja immer noch alte Beamer eingesetzt mit VGA, also analog.
Und dafür ist es natürlich perfekt, weil ein modernes Notebook teilweise, also eigentlich nur noch selten wirklich, hat einen analogen VGA-Anschluss. Ja. Wäre man mit dem Ding natürlich mega flexibel und kann auch alte Beamer ansprechen. Das ist natürlich cool. Ich selber habe jetzt VGA eigentlich das letzte Mal an einem Monitor benutzt. Das ist schon Jahrhunderte her. Beamer in der Form hatte ich, glaube ich, auch nie. Dann nochmal einen dritten USB-Port. Dann gibt es quasi nochmal die Stromversorgung, weil das wahrscheinlich über die interne Leitung nicht ausreichen wird. Das ist auch wirklich nur für Stromversorgung. Kann ja auch Power Delivery bis 100 Watt. Genau, also 65 Watt hätte ich jetzt geschätzt, aber 100 Watt ist natürlich auch nicht schlecht. Und dann eben die klassischen Eingänge für die SD-Karte. Nee, war schon richtig. Doch, war richtig. Jetzt habe ich natürlich blöderweise erstmal die SD-Karte reingemacht, weil die Micro-SD dann hier ein bisschen schwierig ist. Richtung nach unten, ja. Die war jetzt verkehrt rum, merkt man aber auch direkt am Winkel. Mit dem Fingernagel reindrücken, dann ist es drin. Dann nehmen wir halt hier so ein USB-Stückchen ran da. Und dann nochmal hier so ein USB-Stückchen da ran da. Wie rum ist egal, irgendwie wird schon passen. Und dann sind wir schon fast ausgestattet. So, sieht halt aus wie ein fliegendes UFO. Und Notebook. Da würde ich mal sagen, klemmen wir das einfach mal an. So, Monitor bzw. Notebook ist da. Wir stecken jetzt mal den Typ C Adapter-Hub einfach mal ran. Und theoretisch sollte direkt was passieren. Pling, 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 pling. Und zack, da sind sie alle da. ESD, USB, Multiboot und dann haben wir... Ja, da kommen noch ein paar. Micro-SD, SD und drei USB-Sticks. Da ist die Micro-SD, stimmt. Die habe ich ja glatt vergessen, weil ich die mich jetzt nicht gesehen habe. Also 5 Laufwerke dran oder 5 Datenträger dran. Alles wurde erkannt. Und jetzt kann ich halt eben auf unsere Karte raufgehen, wo sozusagen die Bilder und Videos gespeichert werden. Auf einen USB-Laufwerk, was weiß ich, was es ist. Und was Kai mir ja gerade in die Hand gegeben hat, alles kann ich ansprechen, alles kann ich benutzen. Also funktioniert soweit alles wunderbar. Wir haben die neuen Anschlüsse. Was zu beachten ist, der HDMI-Port unterstützt halt nur sozusagen HDMI 1.4, also 4K bei maximal 30 Hertz ja, oder halt äquivalent halt alles darunter, natürlich dann mit 60 und noch mehr. Ja. Der analoge, der VGA-Port unterstützt wie gewohnt nur Full HD maximal. Dann haben wir die drei USB 3.0-Ports, die unterstützen maximal 5 Gigabit pro Sekunde. Dann hatte ich ja gesagt, den USB-C Power Delivery mit 100 Watt, der auch wirklich nur zum Aufladen. Ja. Weil manche Notebooks haben halt nur einen Typ C, über den sie eigentlich auch beladen werden. Hm. Und dann geht der nicht verloren, dann kann man da sein Ladegerät anschließen. Micro-SD-Slot, SD-Slot, genau, Gigabit Ethernet und dann halt das Metallgehäuse, was gleichzeitig auch zur passiven Kühlung dient, weil das Ding wird halt im Betrieb natürlich ein bisschen warm. Und dafür das Metallgehäuse leitet dann auch die Wärme entsprechend ab. Genau. Jo. Kennt man schon häufiger, aber wie gesagt, dieses 9 in 1, es gibt vom gleichen Hersteller sogar auch noch ein Ding mit 10 oder 11 in 1. Also die sind da schon recht flott unterwegs. Aber das und wird dir dann wahrscheinlich auch relativ lang, wenn das 10 oder 11. Du hast dann sogar 2 HDMI-Anschlüsse und... Okay, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen too much für manche, aber das finde ich jetzt ist schon völlig ausreichend, weil man damit alles irgendwie anstecken kann, was am Notebook oder Tablet fehlt. Und also Tablet-Videoausgang ist natürlich dann eine eigene Geschichte, weil da der Anschluss quasi passen muss. Bei einem Notebook ist es ja meistens dann schon etwas hochwertiger gelöst, nenne ich es mal. Aber so für mal eben schnell ranstecken, alles da, alles drin, alles dran. Geil. Also das Einzige, was ich so ein bisschen monieren würde, wäre, dass halt das Kabel fest angebracht ist. Das wäre halt schön gewesen, wenn es halt einfach nur ein Typ C beidseitig wäre, dass man das ran, falls es mal kaputt geht, dass man es wechseln kann. Aber letztlich ansonsten machen das, viele Geräte genauso. Sieht das vernünftig aus, ja. Puh, so, jetzt kommen wir mal. Preisfrage. Also mir sagt der Hersteller jetzt nichts, das hat aber nichts zu sagen. Da hier alles drinsteckt, ich denke so um die 30 Euro werden wir hier aber locker sein. Genau, UVP liegt bei 42 Euro bei Amazon und aktuell gibt es eine 20% Aktion, da landet man bei 33,59 Euro. Das ist doch ein guter Preis. Jo. Also wie gesagt, ist jetzt nicht der günstigste Anbieter, aber von der Funktion her, ich habe das soweit wie ich konnte alles ausprobiert, funktioniert das alles. Wie gesagt, wer natürlich eine HDMI 2.0 Lösung braucht, weil er 4K60 braucht, der ist natürlich auch nicht so flexibel. Der muss auch gewährleisten, dass er zum Beispiel halt, weiß ich, Thunderbolt 3.0 hat. Aber das schlägt sich auch im Preis immer nieder. Ja, das kostet dann automatisch mehr. Dann ist man, glaube ich, locker bei 50 oder 60 Euro einfach nur für so einen normalen Adapter, für so eine Komplettlösung. Wer halt eben. Aber hier bist du schon sehr flexibel mit den neuen. Ja, ich finde, das 32 bis 40, 45 Euro, das passt völlig. Das, dafür hat man halt einfach ein Gerät, wo alles ranpasst und ich auch noch, wie gesagt, einen Videoausgang habe. Und sogar noch den klassischen. Also das ist schon ganz geil. Ja, nice. Wie man so schön sagt. Machen wir weiter. Jo. Jetzt kriegst du das kleinste Paket. Wer schon so lieb fragt, der kriegt gleich das kleinste Paket verpasst. Also hier haben wir jetzt erstmal ganz viele Nachrichten auf dem Telefon, die jetzt keine Sau sehen will. Geht's mal weg hier. Und da wir jetzt ganz klein unterwegs sind, zoome ich auch mal ran.
Ja, steht nämlich beides drauf. Okay, ist jetzt nichts, was ich mir wahrscheinlich zu Hause kaufen wollen würde, aber vielleicht gibt es jetzt ja gleich ein Ding. Marke dürftest du auch wieder kennen. Gouvie auf jeden Fall. Die Verpackung ist mir jetzt aber nicht bunt genug, weil blau-weiß sind die nicht, sondern eigentlich schwarz und dann immer mit LEDs und so. Das ist aber eher ein praktisches Gadget. Ist auch relativ schwer, muss ich sagen. Genau, unter der Klappe, die du gerade hast, sind übrigens, da kommst du wahrscheinlich mit, ja, geht. Na, genau, guck mal, mit drei Batterien drin. Okay. Genau, die sorgen dann für entsprechendes Gewicht. Und in der Verpackung ist ansonsten nur noch, kannst du da reingucken. Ja, Anleitung, ob wir es mögen oder nicht, und so eine Trageschlaufe. Genau. Und jetzt kann ich dir mal ein paar coole Funktionen zeigen von dem Ding, weil so klingt es ja erstmal unspannend. Aber ja, switch doch mal auf dem Smartphone zum Homescreen zurück. Oh, okay, da ist direkt ein Widget. Genau, da und das wird sowohl unterstützt für Android als auch iOS. Okay, das ist schon wieder geil. Genau, da hast du auf beiden, selbst in iOS hast du eine Widget-Funktion, dass du in deiner, ich weiß nicht, Notification oder Shortcut-Bar hast du dann so ein Widget, wo dir alles angezeigt wird. Aktuelle Temperatur, aktuelle Luftfeuchtigkeit. Da kannst du jetzt, kommst du jetzt auch nicht in die App rum, das ist wirklich nur zum Kontrollieren. Mhm. Und dann haben wir noch eine sehr coole, flexible App und da kannst du ja mal reinschauen, was das Ding so nämlich auf dem Kasten hat. Da kannst du jetzt raufklicken. Also man sieht den Akkustand oder Batteriestand, man sieht, dass das WLAN verbunden ist. Wir haben jetzt 25,5 Grad. Ich versuche das gerade ein bisschen warm zu machen, weil ich halte es nämlich in Hand. Da sieht man nämlich auch, dass das gleich um 1 Grad gestiegen ist. Die relative Luftfeuchtigkeit zwischen meinen Händen liegt jetzt bei 55,6%. Steigend wahrscheinlich. Und ich kann das Ganze, nee, das ist das LED-Stripe. Genau, klick doch mal auf den Namen vom Wi-Fi-Thermometer. So. So, okay. Da siehst du nämlich den Verlauf. Mhm. Und jetzt kannst du mal, er aktualisiert übrigens gerade. Da ist es. Okay, da ist die Temperatur, da wurde es mal ein bisschen kalt. Ich kann dir nämlich auch sagen, was da so warm war. Du kannst ja, glaube ich, links, rechts scrollen, oder? Ja, so ein bisschen. Genau, weil das war nämlich in meinem Büroraum, wie es immer, und da siehst du, wie es immer wärmer wurde. Wir waren dann schon bei kuscheligen 27 Grad mittlerweile, wo ich die ganze Technik testen konnte. Sogar teilweise noch ein bisschen wärmer. Ja. Und jetzt bist du nämlich, jetzt siehst du auch den Abfall danach. Jetzt, wir sind ja jetzt bei 25, 26 Grad gewesen. Das ist quasi, wo du dann in den Klimabereich reingegangen bist. Genau, und du siehst auch mal die Luftfeuchtigkeit unten dazu. Passend. Genau, auch hier kann man durchscrollen, das Ganze auch über den Tag verteilt, für die Woche anzuschauen oder für den Monat, wenn man das jetzt langfristig prüft oder für das Jahr. Soweit sind wir natürlich nicht. Und ich kann das Ganze auch exportieren. Dann gibt genau, da kann ich ja mal ein bisschen was erzählen. Und zwar, wir haben halt, wie gesagt, die Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Man kann gleichzeitig übrigens Alarmfunktionen einstellen. Das heißt, wenn ein bestimmter Wert überschritten oder unterschritten wird, dass man sich eine Push-Notification aufs Handy schicken lässt. Was ziemlich cool ist, weil stell dir vor, du packst so ein Ding wirklich ins Gewächshaus oder in deinen Weinkeller oder sonst wo wirklich Temperatur wichtige oder sagen wir mal, wichtige Räume, wo die Temperatur wirklich gehalten werden muss und dann kriegst du halt sofort eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn da irgendwas über- oder unterschritten wird. Ha, 27,1 Grad und 60,6% Feuchtigkeit. Genau. Wahnsinn. Das funktioniert schon mal. Dann werden die Daten halt bis zu 20 Tage lang bei Gouvie gespeichert, kostenlos, wenn man möchte. Und die Exportfunktion lässt halt Exporte zu bis zu 2 Jahre in der Vergangenheit, die dann lokal auf dem Gerät vorliegen. Das heißt, wer das irgendwie noch in irgendwelchen Tabellen oder Datenbanken die Werte benutzen möchte, kann die halt exportieren und die weiterverarbeiten benutzen. Weil er zum Beispiel, keine Ahnung, eine Übersicht machen will, hey, hier meine verschiedenen Räume, weil du kannst ja mehrere von den Dingern haben. Deswegen auch die Schlaufe kannst du irgendwo auch bequem ranhängen. Ja. Genau. Und die Sensoren, die beiden, die da drin sein sollen, sollen laut Gouvie sehr, sehr hochwertig sein. Und zwar der Temperatursensor maximal eine Abweichung von 0,3 Grad plus minus. Und bei der Luftfeuchtigkeit maximal 3% Abweichung. Ja. Und die können arbeiten in einem Bereich von minus 20 bis 60 Grad und bei der Luftfeuchtigkeit komplett 0 bis 99% Luftfeuchtigkeit. Also es hält ja aus. Gibt es jetzt, ich glaube, einminütig habe ich es gerade gelesen, der Intervall, wie es gemessen wird. Na, jetzt sieht man auch schon, das Ganze geht wieder runter. Genau, ansonsten wie gesagt, wenn du nicht in der App bist und nicht ständig aktualisierst, kann man halt einstellen 10, 30 und 60 Minuten. Jo. Der einzige Manko bei dem Ding, was ich gefunden habe und auch ausprobiert habe, weil ich es nachrecherchiert habe, man kann es nicht von unterwegs auslesen. Das heißt, wenn du die Werte auslesen willst, musst du dich im gleichen WLAN wie das Ding befinden. Das heißt also, du kannst jetzt nicht irgendwie auf Arbeit oder unterwegs gucken, hey, was sagen denn meine Temperaturen? Gerade dafür wäre das natürlich spannend, durch die App und durch die Widget-Ankopplung oder Einkopplung. Genau. Ich glaube aber, dass die Alarmfunktion, das habe ich leider nicht getestet, dass die Alarmfunktion trotzdem funktioniert, weil das dann über den Gouvie-Server dann du benachrichtigt rausgeschickt wirst. Ja. Genau, ansonsten an die Werte kommt man halt nur ran, wirklich, wenn man, weil die anscheinend lokal dann auch wirklich für die Dauer da gespeichert sind, dann, wenn man im selben WLAN ist. Ja, also das kann ich zumindest sagen, das funktioniert soweit dann nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe das jetzt auch die ganze Zeit laufen lassen und auch, was ich
recherchieren konnte, scheint das Ding einen sehr guten Job zu machen, wenn man natürlich für den speziellen Anwendungsfall Bedarf hat. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, rein zum Datensammeln, um zu sehen, wie sich das zu Hause bei einem entwickelt, ist es erstmal sehr praktisch. Ich glaube, die Notwendigkeit, dann direkt einzuschreiten, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist, das wird man mit so einem Gerät wahrscheinlich nicht machen. Ich denke, das ist wirklich für spezielle Räume, Gewächshaus, ja, Weinkeller. Genau, oder wenn man in der Garage so ein Ding liegen hat oder, keine Ahnung, im Heizungsraum, wenn es um Luftfeuchtigkeit oder im Keller um die Luftfeuchtigkeit geht. Einfach für kontinuierliche, dauerhafte Messung, wo dann eine statistische Auflistung quasi völlig ausreicht. Wenn es halt um Bereiche geht, die wirklich sicherheitsempfindlich sind, wo man auch schnell reagieren muss, wäre das ja auch nicht das richtige Gerät. Aber also, theoretisch würde es ja nicht mal über die Statistik gehen, entweder das oder man nutzt halt wirklich nur die Alarmfunktion, ja, weil man halt irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn dann doch irgendwie, keine Ahnung, Klimaanlage zu Hause ausfällt in irgendeinem Raum oder keine Ahnung, man, ich weiß nicht, in einem Kinderzimmer, Baby mit einem Baby oder so, darf halt nicht so und so warm. Ich weiß es nicht. Also ihr kennt da wahrscheinlich mehr Anwendungsfälle als ich. Einsatzzwecke gibt es ja überall. Genau. Aber ist auf jeden Fall was Schönes, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Ja, das macht das Format, glaube ich, auch aus. Ja, preislich, kannst du ja mal schätzen. Gut, zwei so eine Sensoren kosten nicht die Welt, aber die App-Anbindung und Co. und die Entwicklung dahinter... keine Ahnung, ich gehe jetzt mal einfach mit 50 Euro ran, ich habe keine Ahnung. Also das Ding kostet UVP 25,99 und okay, aktuell gibt es auf Amazon da gerade so einen 5% Gutschein, den man noch mitnehmen kann, dann liegt man bei knapp unter 25 Euro. Oh, dann ist das ja so ein Ding zum Mitnehmen, wenn man da sagt, okay, ich will wenn man dafür Bedarf hat, genau. Akkulaufzeit oder Batterielaufzeit habe ich leider nicht rausfinden können. Ich gehe aber ganz schwer davon aus, dass das Ding wahrscheinlich so locker 6 Monate, ja, vielleicht sogar 12 Monate lang durchhält, weil die Intervalle ja recht weit gefasst sind. Man kann ja sogar auf 60 Minuten hochschrauben und dann dürfte das Ding sehr lange durchhalten. Es sind ja auch nur 2 Sensoren, die hier quasi abgefrühstückt werden. Da ist ja nicht großartig noch was drin. Klar, ein bisschen Sendeleistung, Bluetooth oder so, aber... Genau, WLAN ist halt noch mit drin, aber auch nur, ja, wenn man wahrscheinlich da... Bluetooth hat das übrigens auch und die Alarmfunktion kann man dann auch wohl nur einstellen, wenn man in Bluetooth-Reichweite ist, weil das dann darüber abgefrühstückt wird. Genau. Deswegen, das ist wahrscheinlich wirklich so aus Gründen der Energiesparfunktion, dass man sowohl Bluetooth als auch WLAN da drin hat, um dann miteinander zu kommunizieren. Wenn ich halt irgendwie ganz leicht und unkompliziert irgendwo was mal für einen kurzen Zeitraum abmessen will, abchecken will, was da die Temperaturen und die Feuchtigkeitsstände angehen, dann kann ich das Ding halt einfach hinlegen und das kurz überprüfen. Ich glaube, für sowas ist das einfach ausgelegt. Wenn euch da noch mehr Anwendungsfälle einfallen, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil wir wollen das Ding ja auch mal ausprobieren. Vielleicht schreiben wir da auch noch einen Artikel zu. Und dann könnte man da auf jeden Fall vielleicht die ein oder andere Idee von euch einfließen lassen, weil wir sind da manchmal ein bisschen unkreativ. Jo. Aber Schwarmwissen ahoi und dann schreibt mal gerne in die Kommentare. Genau. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Jo. Ja, hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Smooth Q3. Genau, von Sijun. Ja, Sijun haben wir auf jeden Fall schon mal im Test gehabt. Genau, ist jetzt halt das Neueste, 3. Generation. Oh, sieht ein bisschen kompakter aus als die Original, die ich noch habe. Funktion. Hat ein paar schöne Funktionen. Achso, ja. Achso, Ladekabel ist auch dabei, das lasse ich jetzt einfach drin. Ein Kamera-Gimbal wird, glaube ich, den meisten was sagen. Es geht einfach darum, dass man sozusagen stabilisierte Bilder und Videos aufnehmen kann, sofern das Smartphone da vielleicht jetzt nicht ganz so für ausgelegt ist, also genau. OIS oder AIS. Und da hast du übrigens auch gleich die richtige Funktion, weil du hast das so nebenbei gerade gemacht. Du hast einen Slider, mit dem du das Ding sozusagen auseinanderfahren kannst. Ja. Und dafür ist auch die Stellschraube, um das Ganze leichtgängig oder schwergängiger zu machen am Rand. Ach, hier an der Seite. Genau, das müsstest du ein bisschen öffnen. Ich habe es eigentlich angezogen. Und dann kannst du es komplett hochrasten. Das klickt dann rein und dann wird die Verbindung hergestellt. Und jetzt kannst du es wieder zuschrauben. Jetzt mache ich das genau. Und oben, der Arm ist auch noch eingerastet. Nee, der andere, am zweiten. Der hier, den muss ich auch aufdrehen, genau. Weil das ist ja in den Achsen, genau. So, hier steht dann auch noch drauf, in welche Richtung ich dann das hinpacken soll. Phone-Kamera, also Smartphone-Kamera soll nach links zeigen. Machen wir jetzt einfach mal, gucken, ob wir das mit dem hinkriegen. Ist wahrscheinlich auch dafür da, oder? Ja, ja, genau. Weil es gibt ja auch eine App dazu. Ja. Genau, jetzt musst du theoretisch gucken, du hast Aussparungen oben, damit auch die Tasten nicht gedrückt werden. Ich habe es aber auch probiert, indem man das so weit nach außen schiebt, dass die Tasten gar nicht unter dieser Klammer sind, funktioniert genauso. Wenn das dann entsprechend ausgerichtet ist, mag es funktionieren. Das muss man jetzt mal einmal so ein bisschen machen, dass man das irgendwie so in der Mitte halten kann. Das war nicht ganz korrekt. Weil die Motoren sitzen ja in der Mitte und sollen das Ganze ja austarieren. Wenn die jetzt aber eine einseitige Belastung haben, dann ist die Akkulaufzeit ein bisschen kürzer, das funktioniert aber trotzdem. Das funktioniert trotzdem, okay. Also, genau. Kannst ja mal gleich das Stativ ranschrauben, weil dann kannst du es, glaube ich, auch besser hinstellen zum Zeigen. Das ist, glaube ich, sogar neu, ne? Dass das jetzt machbar ist, beziehungsweise... Bei Sijun weiß ich es nicht, aber bei anderen Gimbals war das auch schon gedrückt halten. Da ist es. Ja, ist schon jetzt stabilisiert. Man sieht, dass das vertikal eingespannt ist.
ich habe halt eben so einen Stick, um das Ganze dann auch. Jetzt hast du anscheinend doch die Taste länger gedrückt gelassen. Jetzt startet das Handy gerade neu. Ja, hier stimmt irgendwas nicht. Schieb das mal ein bisschen doch nach oben raus. Das kriegt das hin. So. Einfach, dass die Taste komplett. Kann jetzt durch die Hülle natürlich sein. Ansonsten, wie gesagt, kann ich das jetzt steuern. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Tastenkombinationen. Hinten, die Trigger hinten, der ja zum Stabilisieren ist, wenn du den dreimal drückst, dann wechselst du von horizontal in vertikal. Hinten den großen. Da ist es. Die Funktion, die liebe ich ja. So, dann kann ich mich jetzt hier quasi so durch die Kante gehen und kann dann hier so lang schwenken und das Ganze wird halt einfach ausstabilisiert durch die Motoren, die hier drin sind. Das heißt, das Wackeln, was ich jetzt hier mache, das sieht man dann immer nicht. Genau, und das Stativ unten kann man jetzt gleich als Griffverlängerung benutzen. Wenn du es zusammenfaltest, hast du gleich noch entweder einen tieferen Griff oder du kannst beide Hände ran machen. So, ich gehe jetzt einfach mal in die Kamera-App rein, mache dann Video. Hier haben wir dann halt eben die Kamera-App. Wir zeichnen das Ganze mal mit auf. Ich habe dann auch die Möglichkeit, quasi 4K, Full HD und geringer auszuwählen oder mit 30 FPS. Hier gibt es dann noch eben die... Achso, bestimmte Effekte werden bei 4K gar nicht unterstützt. Genau, okay, weil dafür reicht die Rechenleistung dann nicht aus. Machen wir das mal runter. Die Glamour-Effekte, das klingt total spannend. Oh, man kann dünn werden, man kann smooth werden, man kann. Du kannst auch den Automodus, dann macht er gleich alles, was er so für richtig hält. Ich will das eigentlich gar nicht sehen. Nochmal kurz zu der App. Also man hat natürlich jetzt hier viele, viele Funktionen, die die eigentliche Kamera-App nicht kann. Was die Qualität angeht, ist das natürlich wieder ein anderer Hersteller und bedeutet aber nicht zeitgleich, dass jetzt die Qualität, die ihr gewohnt seid, jetzt aus den Aufnahmen auch rauskommt. Das muss man hier nochmal an der Stelle mit erwähnen, weil wir in der Vergangenheit sowas schon mal mit getestet hatten und das da auch rausgefunden haben. Genau. Also was übrigens auch funktioniert, du kannst ja mal die Zoom-Funktion auch zeigen. An der Seite hast du einen Zoom-Slider, den musst du gedrückt halten in die jeweilige Richtung. Ach so, man ist ein Schiebeschalter. Genau, so ein Schiebeschalter. Genau, Wahnsinn. Das funktioniert auch. Und was natürlich auch von der Konkurrenz auch hier funktioniert, du kannst Objekte markieren, Personen oder Objekte, einfach mit einem Rahmen drum ziehen und dann bleiben die im Fokus. Du könntest jetzt dein Gesicht markieren. Ach so, jetzt so, ja. Genau. Und da folgt er direkt. Och, das ist ja süß. Guck mal, wie der läuft. So. Funktioniert. Ja, jetzt bist du raus. Jetzt hatte ich verloren aus dem Fokus, aber ist ja egal. So, jetzt hör auf hier. So, jetzt können wir, wie gesagt, das drehen und schwenken. Geht das auch wieder weg? Jetzt ist er weg. Genau, ich werde mal noch ein paar Informationen raushauen. Und zwar, wie gesagt, ein 3-Achsen-Smartphone-Gimbal. Kompakt faltbar, hat man ja gesehen. Ist zusammengefaltet, wirklich sehr kompakt. Übersichtliche Tastenanordnung, muss ich auch sagen, finde ich auch, ist schön strukturiert von den Tasten her, sodass man auch eigentlich weiß, was ist was. Das Ding selber wiegt ohne alles 340 Gramm gerade mal, was für ein Gimbal recht wenig ist. Kann Smartphones von einem Gewicht von 150 bis 280 Gramm unterstützen. Die dürfen maximal 9 cm breit sein und 1 cm dick, also mit Hülle müsste man darauf achten. Dann passt es rein. Arbeitet in einem Temperaturbereich von minus 10 bis 45 Grad, also ist, sage ich mal, dann auch bei widrigeren Temperaturen benutzbar. Und arbeitet über Bluetooth 4.2. Und die CY Cami App, die wir da gerade gesehen haben, die kann man übrigens auch benutzen, um coole Videomontagen nachher zu machen. Das heißt, die Sachen, die du gefilmt hast, kannst du nachher zu so einen coolen Videoclips zusammenschnippeln. Das geht da alles klingt Haus. Alles sehr spannend. Ich fummel jetzt hier einfach gerade mal so ein bisschen rum. Man muss sich für die App registrieren. Das habe ich gleich gemerkt, als ich es ausprobiert habe. Das ist natürlich doof. Als Gast oder so weiter ohne Registrierung geht es leider nicht. Ja. Also es gibt ja auch noch verschiedene Modi. Aber was Ronny schon gesagt hat, man kann natürlich auch die Standard, also seine normale Handy-Kamera-App benutzen. Dann hat man halt nicht die Tasten zur Funktion, sondern kann halt nur, sage ich mal, das Gimbal selbst bedienen mit Joystick und den einzelnen Modi. Wie gesagt, man hat ja da auch vier verschiedene Modi zur Auswahl. Du hast so einen POV-Modus, du hast auch einen Follow-Modus. Das heißt, wenn du nach links oder rechts schwenkst, schwenkt auch der Motor jeweils mit oder halt nicht. Genau. Das kann man auch locken. Verschiedene Einstellungen, die man da machen kann. Ich habe jetzt einfach mal rumgeschwenkt. Da sieht man das, glaube ich, ganz, wenn wir das dann mit einbinden. Und hier, wie gesagt, sind dann quasi die einzelnen Modi, die man durchschalten kann, womit sich dann halt eben der Bewegungsradius einschränkt oder bestimmte Dinge festgehalten werden und so weiter und so fort. Damit können wir die Aufnahme auch mal stoppen. Genau, Aufnahme-Button gibt es auch. Das heißt, auch das kann ich dann hier direkt über das Gimbal machen. Und ja. Genau. So. Und das ist auf jeden Fall schon das dritte in dieser Generation. Also das heißt, die entwickeln das Ding immer noch weiter. Auch wenn man meint, jetzt hier irgendwie Gimbal-Markt ist tot scheinbar.
Aber Zijun ist da jetzt immer noch, hat jetzt 2021 nochmal eine dritte Generation rausgebracht. Ein bisschen leichter, ein bisschen kompakter. Ja. Trotzdem wieder viele Funktionen auch in der App hinzugefügt. Also die ist, glaube ich, auch deutlich besser als die Original-App noch. Aber wie gesagt, bildqualitätstechnisch kann man natürlich dann lieber auf das eigene Smartphone-Kamera-App oder auf die eigene Smartphone-Kamera-App zurückgreifen. Da kommt mehr bei raus. Es sei denn, man will bestimmte Features von dieser App benutzen, dann macht man das dafür. Aber unsere Empfehlung geht eigentlich dahin, die eigentliche Hauptkamera-App immer zu benutzen, weil das ist halt einfach optimiert für das Smartphone. Preislich ist auf Amazon erhältlich. Wir haben in den Jahren schon viele getestet. Teilweise gab es sie für 50 Euro und ging hoch bis 100 Euro. Irgendwo dazwischen werden wir uns jetzt treffen. Ich tende jetzt mal zu 75 Euro. Also UVP aktuell 89 Euro. 89, genau. Okay. Und dann wird sicherlich auch mal die eine oder andere Aktion kommen. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich soweit auch erstmal fair für das, was man geboten hat. Wenn man bedenkt, ganz am Anfang, als so vor 3 Jahren so die ersten Geräte rauskamen, da lagen wir ja teilweise bei 200, 250 Euro. Und dann ging ja ganz, ganz schnell auch der Preis runter, so wie du sagst, teilweise sogar bis 49 Euro runter. Hier hat man natürlich auch ein bisschen mehr drin, auch ein paar mehr Modi. Und es geht ja auch immer darum, wie... Vor allem, ich fand zum Beispiel hier beeindruckend, man hört das Ding eigentlich gar nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, du hörst keinen Motorensummen, gar nichts mehr, auch mit der falschen Auslastung des Arms jetzt. Meckert das Ding nicht rum, es macht es einfach anstandslos. Ja. Und es fängt nicht an zu ruckeln, weil es halt eben nicht mittig zentriert ist. Also da haben die auf jeden Fall dran gearbeitet. Das ist, und wir haben Typ-C-Anschluss zum Aufladen des Akkus. Hier an der Seite, genau, da ist er. Jo. Genau. Und ansonsten funktioniert das erstmal so, wie ich mir das Ding vorstelle. Ja, nice. Genau, ist halt so cool, man kann es auch mit diesem Stativ, was gleich dabei ist, kann man es irgendwo hinstellen, markiert sich dann selber darauf und kann sich zum Beispiel auch selber vor der Kamera filmen. Ja, und markierst den Bereich und dann. Genau. Cool. Ja, also, wie gehabt, schönes Ding und preislich auch eigentlich ganz interessant. So, würde ich sagen, machen wir weiter. Du wolltest große Pakete. Ja, ganz toll. Pass auf die Kamera rum. Ja, ich sehe schon. Noch ein Akkusauger im Handtaschenformat. Jo. Der ist aber, also die Verpackung ist jetzt sehr klein. Ich stelle mich mal wieder hin, ihr wollt mich ja immer in voller Größe sehen. Genau, am besten wir packen erstmal alles aus. Und dann gibt es ein paar interessante Funktionen zu erklären, weil das Ding macht nämlich auch ein paar Sachen anders. Okay. So, jetzt habe ich es geschafft, alles auszupacken. Na dann guck dir das Ding mal an. Aufkleber. So, also wir haben schon mal einen Flexschlauch. Das heißt, den kannst du knicken. Und quasi. Naja, Flexschlauch ist es ja nicht. Es ist ja wirklich ein Saugrohr, was halt knickbar ist. Ja, aber steht Flex drauf. Aber das kennen wir von anderen Herstellern, finde ich jetzt hier aber mit dem Gelenk ein bisschen cooler gelöst. Macht zumindest, sage ich mal, einen stabileren Eindruck. Ja, das war genau. Bei den anderen Modellen, wo wir es schon mal, ich glaube, zweimal hatten wir es schon, da war ich immer so ein bisschen, wer weiß, wie das in ein paar Wochen. Also zumal das auch stabiler wirkt, also im Gesamten. Ich stecke das jetzt einfach mal so ran und mache das mal zu einem Staubsauger, wie man den so kennt. Zack. Und dann, ja, das ist auf jeden Fall stabiler. Also das wackelt jetzt nicht, klickert nicht oder klotzt nicht und ich kann es halt einknicken, um das dann... Bei den anderen war es ja immer so, dass man mit ein bisschen Druck von oben ist ja einfach das... Also kann hier wahrscheinlich auch passieren, aber es wirkt deutlich stabiler. Trennbereiche sind jetzt nicht farblich markiert, die sind halt einfach nur graue Buttons. Wir fangen mal einfach unten jetzt mal an. Genau, so, hier unten ist dann ein Push-Button. Da sieht man schon, da schwingt das auf. Und dann kann ich quasi ganz bequem die Teppichbürste rausnehmen und reinigen. Auch die Verschmutzung, die jetzt hier vielleicht an dem Rädchen mit Haare, Fell und so weiter und Dreck mit dazukommen, die kann ich jetzt hier entfernen, kann das Ganze dann wieder reinschieben und drehe das dann irgendwie wieder so ein bisschen zusammen. Hab hier auch große Rollen. Auch hier das Ganze flexibel, wie es sein muss. Vorne ist es auch geschlossen. Das heißt, Dreck sollte nicht großartig rausgeworfen werden. LED-Beleuchtung gibt es auch, sehe ich gerade. Jo. Da hast du schon mal eigentlich die ganzen Funktionen, weil das ist genau das, was ich sagen wollte. Die Rolle ist wirklich leicht wechselbar. Wir haben so eine großen, sage ich jetzt mal, Rollen für den Fußboden, wo auch mitgeworben wird, dass die halt selbst auf Teppich halt, sage ich mal, der Sauger auch gut rollen soll und die LED-Beleuchtung. Dann Akku zum Wechseln. Genau, und das Schöne ist, der Ladeport ist am Akku. Ja, das darf man dabei auch nicht vergessen. Also ich kann den wechseln und kann den auch separat aufladen, weil das ist quasi das Ladegerät. Es gibt aber auch eine Aufnahme mit einem Kontakt, wo ich das hier natürlich reinsetze. Man merkt mir, glaube ich, an, dass ich mich damit so ein bisschen auskenne. Genau, und dann schließt man oben halt das Kabel einfach an. Genau, Akku. Kann ich den auch hier aufladen. Das ist dann wirklich nur eine Halterung und keine Ladestation. Weil man schließt dann einfach nur das Kabel ganz normal um. Das ist jetzt dann vielleicht so ein kleiner Nachteil, weil das irgendwie ein bisschen rumbammelt oder so. Aber ich glaube, das kriegt man geregelt. Wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme lieber das in Kauf und kann dafür aber die Akkus einfach so aufladen. Weil genau das habe ich nämlich eben gemacht. Ich habe mir den Akku aus der Kiste rausgeholt, einfach das Ladegerät raus und habe den einfach an eine Steckdose ran.
Ja, und das ist super bequem. Hier ist nochmal eine Gummilippe dran, um das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen zu verlängern. Also nochmal ein Mini-Saugrohr sozusagen für Fugen oder Ähnliches. Es gibt noch einen Tauschfilter, den man hier oben wahrscheinlich einfach rausdreht. Hinten übrigens dran. Hinten, okay, gucken wir gleich. Und dann gibt es hier auch nochmal eine Softbürste irgendwie. Weich oder ein bisschen fest, aber das kennt man auch. Materialbeschaffenheit sieht jetzt okay aus. Man sieht, dass es nicht das teuerste Kunststoff ist, zumindest was ist das Zubehör ähnlich angeht. Ähnlich wie bei den anderen Herstellern, genau. Ja. Genau, und jetzt kann ich ja mal ein paar Infos raushauen. Jo. Also, hast ja schon richtig erkannt, Akkusauger. Genau, da hast du schon deinen Staubbehälter, hat übrigens ein Volumen von 0,6 Liter, was auch nicht so ganz klein ist. Das ist mehr als die meisten. Hast du ja auch schon gerade auseinandergenommen, genau. So, wir haben 23.000 PA, was auch schon mal, sag ich mal, überdurchschnittlich ist. Ja. Wir haben den wechselbaren Akku, das knickbare Rohr, hast gesehen, genau, LED-Licht, hast du auch alles erkannt. Und jetzt kommt's, wir haben einen, nicht nur einen Teppichsensor, sondern wir haben einen Smart-Sensor. Bedeutet also, der misst nicht irgendwie, dass er irgendwie, wenn er auf Teppich ist, sondern es wird allgemein, nämlich der Saugwiderstand die ganze Zeit gemessen. Okay. Und du kannst in 5 verschiedenen Saugstufen bis 23.000 PA saugen und wenn du in den Automatikmodus gehst, wechselt er die ganze Zeit zwischen den 5 Modi, also nicht nur zwischen einem hoch und runter, sondern insgesamt in 5 Saugstufen hin und her. Das klingt nach einem Test. Und passt das halt wirklich der Gegebenheit an. Je nachdem, was gerade gesaugt wird. Das heißt also, wenn ich auf dem Teppich bin, erhöht er die Saugstufe auf das Maximal, genau, höchstwahrscheinlich. Auf einem flachen Teppich wahrscheinlich anders als auf einem Langflorteppich. Genau. Beziehungsweise, wenn du gerade, sag ich mal, nur irgendwie über Staub rüberfährst oder halt, sag ich mal, weil hier irgendwie Blumenerde auf den Boden gefallen ist oder irgendwie Kind vielleicht irgendwie Smarties oder irgendwelche anderen Sachen auf den Boden gefallen dann sind, dann wird auch peu à peu wahrscheinlich, die Saugleistung erhöht. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, gerade wenn man eigentlich eher auf Hartböden unterwegs ist und dann mal so einen kleinen Teppich hat, wo dann auch nicht die volle Saugleistung braucht oder auf den Fliesen das vielleicht doch ein bisschen besser flutscht als auf Laminat, dann wechselt der da das. Also das klingt für mich erstmal sehr plausibel und sehr interessant. Kannst du ja mal anmachen, dann müsste man das ja eigentlich sehen. Weil da müsste ja zumindest irgendwie so ein Automatikmodus oder irgendwas markiert sein. Da sieht man die Saugleistung. Und unten der Automodus. Ja, Auto genau. Bringt jetzt. Und jetzt würde er das peu à peu selber steuern. Also kann ich hier irgendwie ausschalten, weil es steht die ganze Zeit drin. Ja, wenn du die Taste loslässt. Nee, ach so, wenn du jetzt die wieder manuell einstellst, dann geht der Automatikmodus automatisch aus. Ach so. Ah ja. Und jetzt wenn du jetzt selber einstellst, geht's wieder aus. Gut, damit funktioniert es erstmal so nicht. Ich glaube, du musst die Bürste anklicken. Ja, genau. Wir können es einmal ganz kurz antesten. Gucken, dass es irgendwie einen Unterschied macht. Also jetzt sind wir hier einmal auf dem Tisch. Da sieht man jetzt auch die Beleuchtung. So, 2 Stufen. Jetzt gehen wir mal auf den Teppich. Ja, das, wie gesagt, das ist halt bei unserem dünnen Teppich. Also er hat jetzt hier bei uns nichts verändert, das mag aber wirklich auch an dem dünnen Teppich liegen. Dünnen Teppich, das ist auch bei anderen so, dass teilweise, wenn wir Akkusauger testen, die noch nicht mal in den Teppichmodus gehen. Ja. Und der hier scheinbar jetzt auch nicht hochschaltet, weil einfach, sage ich mal, der Widerstand jetzt nicht gegeben ist, dass da überhaupt die Saugleistung erhöht werden müsste. Ja. Genau. Das müsste man tatsächlich jetzt im Einzelnen mal wirklich austesten, genau, finde ich aber sehr interessant. Auch machen, weil ich finde das spannend, weil Teppichmodus hin oder her ist ja eine schöne Sache, aber da hier das Ganze in 5 Stufen funktioniert, könnte das Ganze noch interessanter sein. Das müsste nur zur Seite drehen, da ist der Luftfilter drin. Zur Seite? Geht nur in eine Richtung. Ah, ich wollte nämlich nichts kaputt machen. Da kommt der Luftfilter rein, den wir hier als zweiten noch mit bei haben. Ja, das sieht doch vernünftig aus. Ich glaube, die Grundfunktion haben wir jetzt erstmal genannt. Mit dem flexiblen Rohr, mit dem besonderen schnell zu reinigen oder zu wechselnden Saugkopf, den automatischen Modus, Teppicherkennung oder beziehungsweise Saugleistungserhöhung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt Teppicherkennung nennen kann. Das müssen wir rausfinden. Ja, weil letztlich, es ist ja nicht nur Teppich an, aus, ja sondern es ist ja wirklich einfach ein dynamischer Wechsel immer zwischen 5 Stufen. Ja. Wechselbarer Akku. Kleine Ladestation, geringes Zubehör, aber für die meisten reicht es aus. Flexschlauch fehlt jetzt quasi, wenn man jetzt nochmal irgendwie da oben an die Decke will oder so. Dafür hat man aber halt eben das ganze Knickenrohr. Beziehungsweise diesen etwas ausfahrbaren anderen Aufsatz. Genau, den kleinen hat man ja auch nochmal. Also das ist eigentlich, finde ich, ausreichend. Materialbeschaffenheit vielleicht sogar noch besser als so ein Flexschlauch, weil den kannst du wirklich ranmachen, fährst ihn aus und dann kommst du da auch oben an eine, sag ich mal, je nachdem, was du reinigen willst. Ja, so rein von der Beschaffenheit des Materials ist es okay. Das passt. Ich vermute mal auch, der wird gar nicht so viel kosten. Das würde ich jetzt an der Materialqualität schon ein bisschen so abwägen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich finde trotzdem... Ich sag mal, 250 wird es trotzdem kosten, glaube ich.
UVP 250 und aktuell gibt es eine Aktion, deswegen, der ist jetzt gerade im Verkauf gestartet, ist auf eBay und AliExpress in der Aktion und den gibt es eigentlich jetzt für 179,99 und jetzt gibt es aber auch gerade noch eine Aktion, zum Beispiel auf eBay mit Gutschein landet man bei 162 Euro. Ja, das ist, also ganz ehrlich, dann ist es so ein Ding, wo ich sage, ja, nehme ich mit. Ja, also für 162 Euro finde ich das echt Wahnsinn, ja, weil wie gesagt, 23.000 PA, das ist, sag ich mal, auch, das können auch die ganzen Dreamy-Geräte und Co. Ja. Da liegt man normalerweise bei der, wir hatten ja zum letzten, was, ach, wie hieß denn der Weiße, den wir immer hatten? Kommst du da gerade drauf? Den T20 meinst du jetzt, oder was? Nee, den Weißen, den wir, der auch ständig auf eBay in einer Aktion war. Ach so, den, ist ja auch wurscht. Jedenfalls liegen wir normalerweise in dem Preisbereich bei, bei maximal so 20.000 PA. Und da hat der hier schon ein bisschen mehr auf dem Buckel und dann auch, sag ich mal, so die etwas cleveren Funktionen, wie mit der leicht zu reinigen Dings, dicke Rollen, LED-Beleuchtung, auch wenn man sie vielleicht nicht braucht. Ja. Knickbare Rohr, was jetzt schon mal einen recht soliden Eindruck macht, zumindest besser als bei den anderen Geräten, die teilweise 300, 400 Euro gekostet haben. Ja. Ja, alles auch mit großen Namen muss man auch dazu sagen. Die waren auch alles andere muss natürlich einen Langzeittest zeigen, aber den werden wir uns sicherlich auch nochmal genauer anschauen. Und ja, finde ich spannend. Ja, also ich finde auch, das Ding werden wir definitiv mal durchtesten, weil der Preis ist verlockend, die Funktionen sind verlockend und wenn, wie gesagt, der Automatikmodus ansatzweise irgendwie funktioniert, dann ist es vielleicht so ein kleines Alleinstellungsmerkmal in einem unter 200-Euro Preissegment. Und wenn wir da wirklich bleiben, was ich auch denke, dann ist das schon sehr interessant. Aber wir werden das einfach mal jetzt vom Tisch räumen und später testen. So, the next one, please. Jo. One more. Comfo Buds Pro True Wireless In-Ear Headphones. Okay, One More sagt mir was. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal was in den Ohren gehabt. Auf jeden Fall True Wireless In-Ear Kopfhörer. Unten hast du eine Lasche. Ach, hier, da war der eingeknickt. Ja, so. Du hast mir das Smartphone schon wieder hingelegt. Ich habe sie auch schon damit gekoppelt. Ja, macht Sinn. Bluetooth ist an. Das heißt, ich mache das mal auf. Hier liegt bestimmt noch ein bisschen was mit bei, eine kleine Tasche und viel wichtiger noch ein, zwei Aufsätze. Aufkleber kann man sich schenken. Oh, das ist aber mal eine fette Anleitung, aber ist, glaube ich, Multilanguage. Ansonsten sieht das hier drin sehr geil aus. Ich mag ja so eine Konzeptzeichnung im Prinzip. Wie das Ganze funktioniert, ist da zu sehen. Uninteressant, machen wir wieder zu. Jetzt klicken wir die mal auf und das können wir weg. Gucken wir mal. Die offizielle Empfehlung war übrigens, wie man sie rausnimmt, man drückt die Spitze der TWS nach unten, die Spitze, und dann kommen sie ein bisschen hoch und dann kann man sie besser rausnehmen. Ja. Hier sind noch bunte Dinger dran. Genau, die habe ich dir dran gelassen, damit du nicht weißt, da ist ein Touchbereich außen. Direkt verbunden, habe ich jetzt nichts gemacht, also die Wiedererkennung ist da. Ich stecke mir jetzt den rechten mal ins Ohr rein, mit dem linken werde ich das auch tun. Und dann muss ich mal irgendwie noch Musik starten. Vom Sitz her sitzen sie noch relativ locker. Ihr müsst euch wahrscheinlich einen anderen Eartip benutzen, der noch ein bisschen größer ist. Ich glaube, hier ist auch so ein Tragesensor drin, ne? Kann das sein? Ja, hat eine Autoerkennung, kann dadurch die Musik stoppen und wieder fortsetzen. Ja, wir haben jetzt natürlich hier keine Musik-App drauf, die wir jetzt großartig nutzen YouTube können. Getestet. Ich mache jetzt einfach mal YouTube an. Volle Pulle. Ja. Ein bisschen kaputte Musik, aber das muss auch mal sein. Ja, also hier ist jetzt natürlich nur ein ganz, ganz kurzes Reinhören jetzt. Damit kann ich natürlich noch nicht wirklich beurteilen, wie die klingen. Die klingen aber erstmal vernünftig. Das macht schon mal erstmal Laune. Je nach Musik ist da auch ein recht guter Bass mit drin. Gefühlt ist aber hier so wieder so der Hang ein bisschen zu der Basslastigkeit. Also so Mainstream abgestimmt, dass es halt einfach so Bums auf den Ohren gibt. Das ist so irgendwo die normale Abstimmung. Mit einem Equalizer kann man da natürlich was rangehen. Auf dem Telefon habe ich jetzt, wie gesagt, keine großartige Musik. Das war es nur per YouTube. Und da ist die Qualität jetzt eh nicht so, dass man das da irgendwas mit beurteilen kann. Wir können ja mal die Besonderheit der Lautsprecher ausprobieren. So. Und wir haben nämlich Active Noise Cancelling mit 6 Mikrofonen. Und das sollen TWS sein, mit dem fast, also sollen TWS sein, die mit das stärkste ANC haben. Die können um minus 40 Dezibel reduzieren. Und wenn du da jetzt Strong anmachst und jetzt setzt man dir beide ein, macht natürlich Sinn. Also habe ich schon. Also ich höre dich jetzt ganz schwach und dumpf nur noch. Und da kannst du jetzt mal durchgehen. Da hast du verschiedene Modi. Du hast auch Außenverstärkung. Und das ist schon, also ich habe es bei mir, wie gesagt, im Büro ausprobiert, während auch die Klimaanlage lief. Ja. Ich fand das beeindruckend, wie die Klimaanlage fast komplett rausgefiltert also wurde. Also du klingst jetzt auf jeden Fall, als würde ich in der Taucherglocke sitzen. Genau. Der Unterschied zwischen Strong und Mild ist jetzt bei mir jetzt nicht ganz das so groß. Das, glaube, liegt auch daran, bei mir haben die Tipps sehr gut funktioniert. Ja, aber wenn du sagst, die halten nicht richtig, dann ist natürlich die locker. Funktion nicht ganz so. Ja.
Jetzt mache ich mal Pass-Through, das heißt... Genau, jetzt ist mit Außenverstärkung, genau. Aber das ist eine starke Verstärkung. Und dann gibt es aber auch noch eine Windgeräuschreduzierung, das heißt, es würden dann so nur Windgeräusche nicht rausgefiltert werden. Ja, es klingt jetzt von der Tonanlage her jetzt auch wieder ein bisschen abgedämpft und ein bisschen dumpfer. Genau. Aber kann natürlich das Windgeräusch ein bisschen eliminieren. Pass-Through ist halt eben, ich höre ein bisschen mehr von außen. Hier ist natürlich die Frage bei voller Lautstärke, ob ich das noch mitbekomme. Ich kann jetzt mal ganz kurz nochmal irgendwie, das haben wir gerade YouTube, mache ich nochmal ganz kurz an. Ich habe jetzt ja hier volle Pulle. Sag mal. So, ich sag mal nochmal was und ich rede mal von außen. Test. Also ich habe also den Pass-Through-Modus jetzt an. Also ich muss die Lautstärke auch hier wieder reduzieren, dass ich das Ganze noch mitbekomme. Wenn du dir jetzt volle Lautstärke Musik aufs Ohr gibst, dann hörst du auch von außen trotzdem nichts mehr. Genau, das ist halt eben nicht auf Apple-Niveau. Da geht das schon anders, aber die kosten auch bedeutend mehr mit dem Active Noise Cancelling. Ich mach das nochmal an. Genau, jetzt rede ich mal nochmal. Achso, jetzt hast du deine Musik nochmal an und jetzt hörst du mich wahrscheinlich von außen nicht mehr so doll. Wahrscheinlich. Also ich verstehe gar nichts, auch auf dem leisen Modus jetzt, also... Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Und das machen wir mal aus. Genau, also das war wie gesagt die Funktion, mit der auch der Hersteller wirbt. ANC-Funktion mit bis zu minus 40 Dezibel, Außengeräuschreduzierung. Also mit Active Noise Cancelling werben ja nun eigentlich fast alle neuen In-Ears. Das ist jetzt quasi der Trend 2021, kann man fast so sagen. Ansonsten haben wir kein aptX, dafür AAC, weil die nämlich auch für iPhone beworben werden und iPhones ja generell kein aptX unterstützen. Aber dafür AAC, das hast du übrigens auch, wenn du bei Bluetooth-Geräte reingehst, kannst du alles einstellen. Dann kannst du auch einstellen, ob du AAC aktivieren möchtest oder nicht. Rechts, da ist alles konfigurierbar. Standard und an. Wir haben auch die Touch-Gesten, die kannst du komplett selbst konfigurieren in der App. Da kannst du auch alles unten bei Custom Settings, bei Custom Settings, da kannst du jetzt alles selber einstellen, wie du es möchtest. Aha, okay. Touch and Hold und dann kann ich Active Noise Cancelling quasi einstellen. Double Tap, Play, Pause oder Next Track oder Volume hoch oder auf der anderen Seite nach unten. Oder Sprachkontrolle mit dreimal tappen oder ich mache dort die Lautstärke, nächsten Track oder Play, Pause rein. Also da kann man sich ein bisschen ausfriemeln. Finde ich dann auch nicht zu überladen, finde ich gut. Ja, genau. Ja, nett. Ich würde sagen, auch die muss man ein bisschen näher anschauen. Ich weiß noch nicht, ob wir da ein Video zu machen oder ob wir sagen, okay, es wird nur ein Testbericht auf der Webseite sein. Preislich sage ich es einfach mal 50 Euro. Ja, gut geschätzt, aber wir sind bei 95 Euro. UVP. 95? 95 und es gibt aktuell einen 10% Sofortrabatt und da landet man dann bei knapp 85 Euro. War One More doch so teuer, ja? Genau, ja, die, wie gesagt, die werben auch damit wirklich, dass sie eine der mit der stärksten ANC-Funktion und ich glaube, das lässt man sich dann auch ein bisschen was kosten. Ich finde die Materialbeschaffenheit auch gar nicht so schlecht. Nee, wie gesagt, ich hätte mir jetzt wirklich nur noch aptX gewünscht. Ja. Aber gut, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, weil sie halt damit werben, dass sie auch für iPhone sehr stark genutzt werden wollen und die sowieso kein aptX unterstützen. Ja, kann man sich das Geld quasi sparen, ja. Naja, warum auch immer. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich fand die ANC-Funktion, weil bei mir passen die Tipps halt wunderbar. Ich fand die sehr beeindruckend. Ja, okay. Hat ja auch schon ein paar gehört. Hab jetzt natürlich aber auch keinen Vergleich zum Beispiel zu Bose Quiet Comfort oder irgendwas. Ich auch nicht. Oder zu AirPods Pro oder anderen, sage ich mal, teureren TWS vielleicht dann aber auch. Die ANC bieten, aber was die jetzt gebracht haben, fand ich schon sehr, sehr gut. Ja. Aber gefühlt aber hier, den Preis trotzdem ein bisschen zu teuer. Ja, also ich weiß nicht, One More hatten wir schon mal und ich bin der Meinung, es war ein bisschen niedriger im Preissegment. Ich kann mich jetzt aber auch täuschen. Das halt es ist halt deren High-End-Modell, sage ich jetzt mal, die Comfo Buds Pro. Wenn man das jetzt mit anderen Herstellern vergleicht, sind 95 Euro irgendwie immer noch akzeptabel. Also das passt. Wie gesagt, klanglich müssen wir da nochmal reinhören. Da kann ich jetzt noch nicht so viel Aussage zu tätigen. Es passt aber, es ist eher, wie gesagt, so Mainstream-Klang und wie gesagt, High Fidelity kann man nicht erwarten, weil der aptX quasi für die hohe Qualität dann für die Datenübertragung natürlich dann schon fehlt. Und wie gesagt, also die Sprechqualität soll ja dank der 6 Mikrofone, davon 2, die für ANC ständig genutzt werden, soll auch sehr gut sein. Haben wir jetzt natürlich auch nicht testen können. Müssen wir auch mal schauen. Genau, aber so machen sie erstmal einen guten Eindruck. Gefühlt preislich ein bisschen hoch angesetzt. Müsst ihr sagen, vielleicht habt ihr auch schon Langzeiterfahrung mit dem Hersteller One More. Die sind ja nun auch nicht erst seit gestern auf dem Markt. Dann könnt ihr gerne mal was dazu schreiben. Sehen auf jeden Fall interessant aus und ich denke mal, Ronny wird sich die auch nochmal geben, dass er da ein bisschen mehr ausprobiert und rumspielt. Und dann kann er da vielleicht auch mehr zu sagen, zukünftig. Genau, so machen wir das. So verbleiben wir einfach. So, und da wir jetzt schon von der Zeit her vorgeschritten sind, würde ich sagen, wir machen noch ein weiteres und dann schauen wir mal, wo wir sind. Ich hätte jetzt theoretisch eigentlich noch 3 weitere, aber wir schauen. Haben wir so viel gelabert heute? Ja, scheinbar. King Kong 5 Pro. Kubot King Kong 5 Pro. Genau, ein Outdoor-Rugged Smartphone, was jetzt in einer Preiskategorie ist, die nicht allzu teuer ist, je nachdem, wo man es kauft. Ronny ist schon wieder ein bisschen gespoilert, weil der gute Toni hat nämlich den Artikel dazu verfasst und ich könnte mir vorstellen, Ronny hat das da auch... Das habe ich selber geschrieben, glaube ich sogar.
Ja gut, ist jetzt natürlich ein bisschen doof gelaufen, weil Ronny hat nämlich den Artikel dazu geschrieben, weil es nämlich, und das dürfte er jetzt auch wissen, preislich sehr interessant ist. Es ist halt eben mein täglich Brot, auch mal ein Smartphone zu schreiben, und da kommt dann auch so ein günstiges Keyboard mal daher, so ein King Kong 5 Pro, weil es, wie gesagt, eben nicht so teuer ist. Wir hatten das dreimal vor Jahren irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es da hatten. King Kong 3 haben wir getestet. War auch sehr günstig, das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so günstig. Ich schmeiß das Ding einfach mal nebenbei an. Hat jetzt, aber ist ja gut, wenn du den Preis doch nicht mehr weißt. Ja doch, ich weiß ihn schon, aber ich will ihn jetzt nicht sagen. Dann kann ich ja mit Infos um die Ecke kommen. Ja, dann hauen wir die Infos raus. Genau, und zwar, also wie gesagt, wir befinden uns hier eher im Einstiegsbereich. Wir haben einen MediaTek Helio P22 drin verbaut. Also wir sind so in einem, sag ich mal, wenn euch was mit den Antutu-Punkten das sagt, wir sind so im Bereich von 110.000 Punkte. Genau, haben 4 GB Arbeitsspeicher, haben 64 GB internen Speicher. Erweiterbar natürlich, wir haben einen 6,08 Zoll Display. 0,88 Zoll laut genau, Hersteller, 6,08 ist ganz wichtig. Zoll, oder 0,88 Zoll, genau, HD Plus Auflösung, das heißt 1520 x 720 Pixel, haben aber schon Android 11 auf dem Ding und NFC. Ja. NFC ist schon mal wichtig und halt eben die Wasserdichtigkeit, die ist nämlich auch gegeben. Genau. Und das dazu macht halt kommt so ein 8000 mAh Akku. Sieht man. Genau, sieht man, deswegen ja auch so leicht zart. Und wir haben eine 48-Megapixel Triple Cam, wovon natürlich zweiter und dritter Sensor so eher zu vernachlässigen sind, aber zumindest der Hauptsensor soll recht brauchbar sein. Ja. C-Zeichen ist drauf, für denen, die es auch nochmal für wichtig empfinden. Logo ist drauf, das Ganze, wie gesagt, ist gummiert, ohne Metalleinzüge an den Seiten. Hier haben wir nochmal einen separaten Button wahrscheinlich. Und was man schon gesehen hat, seitlicher Fingerabdrucksensor. Ja, das auch. Ach, da komme ich direkt in die Kamera rein. Die behalten wir uns mal vor. Also seitlicher Fingerabdrucksensor ist hier an der Seite, auf der Rückseite ist jetzt nicht, ist auch jetzt quasi in diesem Jahr relativ gut und gerne gebucht, nenne ich das mal, dieses Feature. Das war eine E-Mail, siehst du, Lautsprecher funktioniert. Boah. Das mal weg. Oh, das sieht aber noch altbacken aus. Machen wir die volle Helligkeit rein. Obwohl wir Android 11 haben, ja. Es will Android 11 haben, da gucken wir auch mal rein. Zack. Ja, manchmal sollten die Hersteller nicht ihre eigenen Oberflächen da ein bisschen mit drauf klatschen, weil die manchmal die Optik dann doch ein bisschen... Und halt eben auch die Anpassung. Aber das ist halt eben das andere wieder. So, also 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, Kamera. Da ist die Auflösung, 1,8 GHz. Und Android 11 steht hier zumindest drauf. Hier steht sogar Quad-Kamera, obwohl eine Triple-Cam verbaut ist. Oh, da war ich zu schnell. Jo, ja. So, da können die auch nicht zählen. Ja, das sieht jetzt ganz nett aus. Ist jetzt nicht so schön. Hier steht zwar Android 11, aber das kann ich wahrscheinlich auch selber reinmalen, weil einfach hier nur auf Android 11 steht. Müssen wir mal. Nee, das haut schon hin. Ja, Android Version 11, Sicherheitsupdate 5. April 21 und die Überprüfung zuletzt am 5. Juni stattgefunden. Viele Updates wird es hier wahrscheinlich nicht geben, das sollte man nicht erwarten. Was halt eben auffällt, ist, man hat relativ dicke Ränder. Die Display-Auflösung, wie gesagt, ist geringer als Full HD, dürfte dem einen oder anderen Pixelzähler auffallen. Im normalen Alltag fällt es nicht auf, was wiederum auffallen kann. Und das habt ihr jetzt auch schon gerade gesehen, die Performance ist nicht herausragend. Das ist wirklich ein Einstiegsprozessor für ganz simple, banale Dinge wie telefonieren und Nachrichten verteilen oder mal ins Internet reingehen oder so. Dafür reicht das noch alles aus, ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber man darf jetzt hier nichts erwarten. Man kann auch Casual-Spiele mit spielen, dafür reicht es auch noch aus. Aber ich glaube, mit so einem Ding ist man jetzt nicht daran bewegt, dann irgendwie zu sagen, okay, ich will damit zocken. Da zählt eher so das Gesamtpaket. Genau. Wir haben wasserdicht, wir sind sturzsicher, sage ich mal, bis zu einem gewissen Grad. Wir haben halt vom Speicher her 64 GB und sind halt erweiterbar. Wir haben NFC dabei. Richtig. Wir haben halt zumindest sieht man's noch mal. Ein aktuelles Android 11 drauf. Da Android Auto ist auch gleich mit aufgelistet. Gut, das wird ja seit Jahren schon unterstützt. Das ist jetzt weniger das Problem, aber ist nett, dass es mal bei ist. Kann man auch nachinstallieren. Ansonsten, ist es halt eben ein Outdoor-Telefon für nicht allzu viel Geld. Und ich glaube, der Amazon-Preis lag bei 180 Euro oder sowas in die Richtung. Genau, der Amazon-Preis liegt aktuell bei irgendwie 180, 190. Mit Rabatt liegt man da bei 170. Aber was noch viel spannender ist, das Ding gibt es bei AliExpress aktuell für 129 Euro. Das ist dann eher das Preissegment, wo das Keyboard King Kong 3 auch vertreten war. Kopfhörer liegen mit bei, Adapter liegt mit bei, 15 Watt schnell laden wird unterstützt, also es dauert bei dem 8000 Akku, glaube ich, sagt, ne? 8000 Akku dauert ein bisschen länger dann entsprechend, Typ C auf USB-Kabel und nochmal die SIM-Nadel, mehr liegt nicht bei, brauchen wir eigentlich nicht, Folie ist aufgetragen, Ersatzfolie ist mit bei, wer halt eben nicht allzu viel Geld ausgeben will und sagt, okay, zukünftig brauche ich nicht so viele Updates oder so, mir reicht auch eine geringe Auflösung, ich brauche nicht so viel Performance, für den ist das was. Der Importpreis mit 130 Euro ist dann wiederum dann irgendwie so der Knallerpreis aus Deutschland.
Weil, wie gesagt, man kriegt trotzdem halt eigentlich so alles, was man so sich wünscht, weil NFC ist halt dabei, ein aktuelles Android ist dabei, viel, sag ich mal, Speicher weiter, aber ein dicker Akku. Trotzdem irgendwo noch eine sicherlich brauchbare Kamera, weil zumindest der Hauptsensor brauchbar sein wird. Ja, seitlicher Fingerabdrucksensor finde ich sowieso immer ganz schick. Ja, finde ich auch sehr praktisch, ja. Deswegen, also wie gesagt, von den anderen Sensoren, Mono ist zum Beispiel auch nur ein Farbfilter, habe ich schon ausprobiert. Letztlich die anderen Sensoren werden wahrscheinlich kaum eine Funktion haben, aber der Hauptsensor sollte schon recht brauchbare Bilder machen. Ja. Genau. Und für 129 Euro, wer halt auf so eine Outdoor-Boliden steht, halt dafür aber auch mit einem dicken Akku, denke ich mal, ist hier gar nicht so falsch aufgehoben, weil er halt bei den ganzen restlichen Ausstattungen halt nicht so viele Abstriche machen muss. Ganz, ganz warmes Bild. Also da sieht man die Farbabstimmung der Software ist wieder... Frontkamera wird auch geworben mit 25 Megapixel, wahrscheinlich vielleicht von 5 Megapixel hochinterpoliert, mal 5. Ich glaube, die Hauptkamera ist noch brauchbar, die fällt so unter solide. Die Frontkamera, die kann man dann unter Ulk abbuchen, weil das ist halt einfach farbtechnisch jetzt überhaupt gar nichts. Also zumindest was die Videofunktion angeht, aber der Normalmodus ist auch nicht besser. Digital Zoom ist auch noch, aber okay. Ich würde sagen, ich glaube, hier auf das Telefon brauchen wir nicht weiter eingehen. Entweder mag man es oder man mag es nicht. Ich finde es preislich sehr interessant. Das auf jeden Fall, das will ich jetzt nicht beantworten. Ich glaube, das ist das, wo das Ding wirklich punkten kann. Jo. Ja, weil letztlich Outdoor-Telefone kosten ja teilweise eh immer ein bisschen mehr. Und wie gesagt, mich hat hier wirklich auch beeindruckt, dass Qboard, obwohl sie halt nicht der größte Hersteller sind, hier es wenigstens schon geschafft haben, als einer der wenigen chinesischen Hersteller im günstigen Bereich wenigstens schon Android 11 das Ding mitzugeben, obwohl wir eigentlich schon jetzt bald bei Android 12 sind, auch bei den ersten Geräten. Aber zumindest einer der günstigen Hersteller hat es jetzt mal wenigstens auf Android 11 geschafft. Wenn jetzt die Kameras noch besser werden würden bei Qboard, dann wäre das natürlich noch geiler. Aber wie gesagt, das erwarte ich da jetzt auch. Und nichtsdestotrotz, einen haue ich jetzt trotzdem noch raus. Nochmal und nochmal. Wie rum ist das jetzt? Works with Magia. Okay, ist chinesisch. Ich kann es nicht lesen. Das ist aber schon offen, weil du hast eh reingeguckt. Na logisch. Und eventuell kennst du das auch schon, weil wir haben einen Artikel dazu auf der Webseite. HT30 habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Das war irgendwas ganz Spezielles. Ach, ja. Dreh's mal um. Das war ein Laserdistanzmesser. Genau. Und du hast da sogar ein Display. Genau, also ein schwaches Display, aber wenn ich jetzt hier einen Knopf drücke, ist hier der Laserpunkt, man sieht ihn. Es muss aber dann auch stabil sein, also praktisch die Entfernungen, die sich nicht ständig ändern und dann misst er das auch. Und da haben wir hier 22,2 Zentimeter. Na, wenn das nicht perfekt gemessen ist, weiß ich auch nicht. Da oben blinkt, das ist Bluetooth-Symbol, das heißt, wie gesagt, es gibt eine App, ansonsten würde das Telefon ja auch nicht liegen. Das Ding gehört zum Xiaomi-Universum und ist deswegen auch mit der Mi Home-App kompatibel. Und da ist der Hoto. Smart Laser Messgerät, nicht verbunden, doch, lüge nicht. Bluetooth ist auch an, Amy kann jetzt weggehen, das kann weg, das kann weg, das kann auch alles weg. In Verbindung gebracht steht da. Ja, jetzt sagt er mir, der geht wahrscheinlich direkt ins Standby oder so. Ich glaube, der macht das auch immer, wenn er praktisch was macht. Genau. Und jetzt kannst du praktisch... Fernseher. Also man muss die App nicht nutzen, die App ist wirklich nur gedacht, wenn man irgendwie mehrere Sachen messen möchte. 5,62 Meter bis zur nächsten Wand. Genau, weil es ist ja manchmal so, stell dir vor, du würdest das Ding jetzt hinten an die Wand ranhalten und würdest zum Beispiel von der Wand bis zur nächsten messen wollen, dann würdest du natürlich wollen, dass das Gerät auch die Länge des Gerätes selber mit einberechnet. Ja. Genau, das kannst du nämlich umstellen. Und hinten die Wand sind 8,24 Meter, falls wenn es einer wissen wollte. Genau. Schon lang. Ja, na klar. Ich glaube, der Raum ist hier 56 Quadratmeter, ist zwar ein bisschen so L-förmig und wir haben ja auch Schwerlastregale hier drin. Aber ich finde das Ding eigentlich ziemlich praktisch, weil du brauchst die App auch nicht. Also das ist wirklich nur, wenn du irgendwie da deine Daten da... Also man sieht ja alles auf dem Display. Also man hat halt den Power-Button und dann... Und das Ding hat USB-C, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, der ist hier. Da kann ich das Gerät mit aufladen. Ansonsten sehr praktisch. Hier einfach einen Finger reingesetzt, kurz gehalten. Oder eine Öse, eine Schlaufe. Und fertig. Also ein cooles Ding auf jeden Fall. Display wird wahrscheinlich im Außenbereich ein bisschen schwer abzulesen sein. Wenn man im Innenbereich ist, wo man wahrscheinlich misst, ist es weniger das Problem. Übrigens, diesen Streifen, den ihr jetzt gerade seht, der ist nur auf der Kamera. In Natura fällt da keinen Streifen auf. Welcher Streifen? Da wandert gerade so ein durch die Bildweite Hochfrequenz, wandert da gerade so ein Streifen durch. Hier, der Vertikal, horizontal, ich sehe es gerade auf der Kamera, genau. Ja, das hat nur mit der Aufnahme zu tun, genau, das hat eben die LED-Technik da drin oder was auch immer. Und was hat denn das Ding jetzt gekostet? Das war gar nicht so teuer. Ich glaube, 15 Euro? Doppelt so viel, dann liegst du 30. Richtig. 30? Genau, so um die 30 Euro, so 25 bis 30 Euro liegt man bei dem Ding. Ist halt ein Distanzmesser, per USB-C aufladbar, der Akku hat halt ein Display, man kann es per Bluetooth mit der Mi Home App nutzen, falls man da irgendwie einen Verlauf, ich glaube, man kann da teilweise, glaube auch in der App sogar Flächenberechnungen machen.
Müsste man sich mal, aber wie gesagt, ich habe es bisher ohne die App, ich habe es eben noch schnell mit der App verbunden. Finde ich ziemlich cool. Jetzt können wir auch den Artikel bei uns auf der Webseite noch ein bisschen aufbohren. Weil ich glaube, für den einen oder anderen dürfte das Ding interessant sein. Hey, das ist Xiaomi. Natürlich. So. Genau. Und ich würde sagen, das belassen wir jetzt. Jetzt sind wir bei einer Stunde 15 Rohmaterial. Ich will es nicht, nicht überstrapazieren. Und manche Sachen rennen ja auch nicht weg. Dann machen wir das einfach bei der nächsten Runde mit rein. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon öfter mal was hin und her geschoben hätte. Das kannst nur du beurteilen. Ich weiß es nämlich nicht. Jo, denn wenn ihr Fragen habt, rein damit in die Kommentare. Wenn ihr Links zu Geräten sucht, dann findet ihr die natürlich in der Videobeschreibung. Einfach draufdrücken. Wenn ihr speziell vielleicht zu einem bestimmten Gerät nochmal irgendwie einen Test sehen wollt oder was Bestimmtes zu diesem Gerät wissen wollt in dem vielleicht zukünftig kommenden Test, schreibt das auch in die Kommentare mit rein, weil dann können wir das direkt mit übernehmen und als Feedback in dem Video wiedergeben, was dann natürlich auch auf dem Zweitkanal Nerd7 Tech dann veröffentlicht wird. Da befinden wir uns ja quasi gerade nicht. Aber für diejenigen, die es nämlich nicht wissen, Technik ist ausgelagert, außer die kunterbunte Runde, die ist noch im Hauptkanal. Und genug geschwafelt, würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.